Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play RimWorld. So, im letzten Part habe ich einen Antrag von Fehl bekommen. Fehl, das Elder Thing. Bin ja mal gespannt, was das wird zum Schluss. Wer wird Mendel sein, wer wird Weiber sein? Ist das überhaupt wichtig und wird Tumlu neidisch sein? Oh, herrlich. Oh, so viele Dinge gibt es herauszufinden. Und es bricht der Winter an. Ein wunderschöner Winter, ein romantischer Winter, voller Tentakel, voller Schweiß und einem eigenen Bett. Ja, herrlich. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu RimWorld, was ich ja noch nicht gesagt habe. Ah, herrlich. Oh Mann, leichter Schneefall, wunderschön. Ne? So, jetzt sollte man das ganze Zeug hier vom Feld her kaputt gehen. Aber warum ist Fee eigentlich die ganze Zeit dabei? Ach, jetzt forscht es wieder. Okay, klar, gut, passt. Wir haben auf jeden Fall genug Nahrung, wenn es uns nicht die Schweine gerade wegfressen, genug Nahrung, um den Winter durchzukommen. Wir können ja auch immer noch jagen gehen, das ist kein großes Problem. Nachdem ja so wenig Young Dogs und her sind, sollte das auch relativ gut gehen. Aber ich glaube, wir jageln mal ein bisschen wieder. Ein bisschen Fleisch wieder auf den Tisch bringen, ist vielleicht auch nicht ganz so schlecht. So. Was können wir noch mitnehmen? Die Stor. Was aus dich können wir versuchen zu zähmen? Dumm. Ne? Okay, was genau? Jetzt hat das. Oh, Uran! Sehr schön, das brauchen wir. Brauchen wir das Raumschiff und Stuff. Wunderbar. Okay, der Star Steel Gun Complex. Aha, damit kann man auf jeden Fall was anfangen. So. Das hier wird ja das neue Gefängnis. Da müssen wir uns übrigens noch was einfallen lassen, wie wir das bestücken. Ein Sacrifice Table, glaube ich, eher ist weniger gut, um die Leute anzuwerben. Aber hier ist so eine mäßige Granitskulptur. Die ist von... Von Wahl. Nee, gelb, der Autor ist gelbe Wahl. Okay. Doch, ist doch von Wahl. Was ist es denn? Ich sehe es gar nicht. Ist das Amaterasu? Nee, das hat mehrere Schwänze. Ist wahrscheinlich auch wieder irgendeine japanische so eine Volksfigur, ne? Unterkühlt, verdirbt in frisch. Unterkühlt, verdirbt in 14 Tagen. In 11 Tagen. Unterkühlt. Ungekühlt, verdammt. Ja, es sind halt ruiniert. Was haben wir hier? Ein Schiffcomputer, ein Bordcomputer. Interessant. Was steht als nächstes an? Construction. Scanner Efficiency. Ah, alles ganz gutes Zeug. Meat Cut. Cards. Ah, das ist alles gut. Okay, also wir haben die Raumschiffteile alle durch. Wir können ja mal was versuchen in der Richtung. Na? Wir haben Bauteile. Wir können sie auf jeden Fall selber bauen, was schon mal gar nicht schlecht ist. Wir haben Uran bis zum Abwinken. Wir haben Gold bis zum Abwinken. Das sollte also von den eher raren Geschichten und selbst Bauteile haben wir relativ viele. Was? Da probieren wir auch gleich mal was. Okay, dann... Genau. Hochwertiges Bauteil. Wo kriegen wir jetzt hochwertige Bauteile her? Ich muss ehrlich sein, ich habe noch nie irgendwie ein Raumschiff gebaut, weil ich fand das eigentlich immer am Boden bleiben viel interessanter. Gucken wir mal. Hochwertige Bauteile. Falls einer von euch weiß, einfach an den Monitor schreien. Vielleicht kommt es ja durch, ne? Klassiker, ne? Aber hier sieht es eher nicht danach aus. Ist das hier vielleicht? Genau, hier. Produziere hochwertiges Bauteil. Was braucht das denn? Stahl, Gold und Uran. Okay, dann machen wir mal drei hochwertige Bauteile. So hoch. Doch, drei Stück. Drei Stück. Fein. Fine, sage ich da nur. Fine. So. Aber erstmal werden hier noch ein paar Steel Components geben. Also Make Components vom Steel, vom Bits. Was ist hier noch? Ein Piratenhändler. Hat der zufälligerweise Sklaven? Wobei Sklaven ist jetzt eher so ein mäßiges Ding, weil... Oh, der darf sogar den... Oh, der darf sogar Terra nehmen. Der wäre sich nicht zu schade dafür. Okay, das ist eine Überlegung wert.
Wir können aber auf jeden Fall mal schnell dieses klumpige Energieblaster-Ding verkaufen, weil das ist garantiert nichts, was wir brauchen können. Also wir brauchen nicht so viele, ne? Schlecht und normal. Also der Zustand macht ja nichts, weil wir haben ja jetzt Reparaturgedöns und so weiter. Aber wir können halt wirklich so eine ganz schlechte Minigun oder sowas, das kann man einfach nicht gebrauchen. Wir brauchen nicht so viele davon, ne? Eine Schrotflinte Shabik, das brauchen wir auch nicht. Ein Repetierer Shabik brauchen wir auch. Ein Schlecht brauchen wir auch nicht. Ein Repetierer normal. Ne, das ist Little Sis. Ah, den Repetierer verkauft man nicht. Schutzweste Shabik, ne, verkauft man, Little Bit Bier. Ja. Nee. Aber der nimmt einen Haufen Organe. Wir haben jetzt gerade frisch Organe reingekriegt. Ein Haufen Zeug. Ja, aber der hat gar nicht so viel Geld, ne? Und er hat auch nicht wirklich was. Doch, der Bauteile. Bauteile will ich haben. Oh, Medizin nehmen wir auch gleich mit. Hast zwar auch nicht so viel davon. Joints können wir selber machen. Ist nicht unbedingt etwas, was ich brauche. Ansonsten hast du nicht eigentlich so viel, ne? Ja, geben wir denen nochmal ein paar Nieren mit, ne? Ja, eine Niere. Ist in Ordnung. Ansonsten könnte man noch ein Ohr mitgeben, damit es auch runde Zahl wird. Also nah genug an sein Ding runtergeht. An seine Zahl geht. Gut, dann nehmen wir an. Nehmen alles mit. Ein unbefruchtetes Ei tiefgekühlt. Ja. Ah, Moment, wir haben ja keinen Strom mehr und wir haben wahrscheinlich die da vorne noch laufen, gell? Jo. Die müssen aus. Wir essen gerade in der Nähe. Phoenix. Kocht einfache Mahlzeit. Nee, du schaltest mal kurz den Schalter. Kümmer dich mal kurz drum. Ist gerade relevant. Jo, weil die verbrauchen ziemlich Wattage. Ne? Wir könnten ja noch ein Geothermiekraftwerk hier hinsetzen. Das müssen wir so. Wir wollten das sowieso mal abschließen hier. Könnten wir eigentlich machen. Da müssen wir aber das vorsichtig trennen hiervon. Damit das Ganze mit dem Strom hier nicht in den Netz, weil es ist ja ein abgetrenntes Netz. Müssen wir uns drum kümmern, auf jeden Fall. Ja. Genau, das hier braucht ja keine hochwertigen Bauteile. Und hier sitzt auch keiner und macht was dran. Was ist das hier? Einfach nur ein Bauteil. Wir ballerten da so wie irre. Saski. Sehr schön. Kannst du da weiter dran arbeiten? Fähigkeit zu gering. Okay. Spirit, was tust du gerade? Bordtiefenbohrer. Nee. Ich glaube, wir haben erstmal genug Uran. Kümmere dich mal um das Bauteil. Aber Moment, das ist schon wieder personifiziert, ne? Moment, dann muss das Feuerwehrmann machen. Ist einfach eine Mahlzeit. Nee, du machst jetzt hier erst einmal an deinem Bauteil weiter. Spirit, anstatt dass du im Bauteil weiterarbeitest, kümmer dich mal um. Ja, stell ein paar Drogen her. Ich glaube, damit sind wir gar nicht mehr so weit daneben. Okay, Feuerwehrmann macht gleich das nächste. Der lässt das einfach dann links liegen. Ist zwar ein bisschen nervig, aber okay. Die sind jetzt alle fleißig am Jagen, damit es wieder ein bisschen Fleisch reingibt. Weil, ja, die Nahrung ist zwar eher etwas meh, aber es ist nicht so schlimm wie letztes Mal. Ne? Letztes Mal war ja wirklich ein Riesenproblem. Pflanze entfernen. Was wir ernten. Wir entfernen die einfach mal und gucken, ob wir noch was ernten können raus. So, ähnliches auswählen, Pflanze entfernen. So, hier und hier. Pflanze entfernen. Können wir hier auch beim Hopfen machen? Können wir in der Hoffnung, dass wir noch ein bisschen Bier machen können daraus? Dasselbe gilt auch für den. Für das hier. Für das Rauchblatt. Könnten eigentlich auch mal was wieder in die ganze Geschichte mit fruchtbaren Boden investieren. Mal gucken. Naja. Feuermann hat ein normales Bauteil gebaut. Und. Moment.
Oh, die sind auf der Durchreise. Das ist jetzt die dokumentierten Herrschaften. Okay. Die sind nur auf der Durchreise. Die dokumentierten Herrschaften sind cool. Ne, das sind unsere Fraktionen. Dokumentierte Herrschaften 15, ja. Mit denen haben wir keinen Clinch. Wenn das irgendwelche anderen vier gewesen wäre, dann hätten wir gut überlegt. Zusammenbruch schwer. Feuerwehrmann, was passt dir gerade nicht? Sehr hungrig. Ja, ich habe dir deine Nahrungsmittelzufuhr verboten. Stimmt schon, dass das ein bisschen mehr ist. Du kriegst mal was zum Fräsen. Ist mal einfache Mahlzeit. Okay, beim Schneiden scheint da nicht wirklich viel noch übrig geblieben zu sein. Okay, du hast jetzt was gegessen, Feuerwehrmann. Und dann kümmerst dich wieder zurück um dein. Ja, passt. Hier ist auch nichts übrig, aber die Ernte ist fehlgeschlagen auch. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Der hat sich vollständig erholt, das ist schön. Na. Kaputte, verfruchtete Eier. Schade. Wie gesagt, ich möchte eigentlich so, dass ein bisschen die Viecher sich vermehren. Na. Jetzt können wir eigentlich wirklich mal gucken wegen dem Geothermie-Geschichten hier. Na, ich hab's geahnt. Wenn wir das da bauen. Raumschiffcomputer. Ja, genau. Strukturen. Haben wir hier eine Wall dazwischen. Dann müssen wir aber hier noch eine Tür einbauen. Genau, da müssen wir das Stromkabel umlegen. Granitwand, Stromkabel abreißen. Das Kabel muss vorher verlegt werden, das ist ganz wichtig. Stellt Medizin her. Was machst du gerade? Du forscht. Forscht ist ein gut, ist gut. Zähmt Truthahn. Mach das mal. Okay, zähmt Truthahn immer noch. Beobachtet Sonnenuntergang. Ja, schön. Sonne ist jetzt gleich untergegangen. Störung. Arbeitstisch. Bauteile. Ja, okay. Da kümmern wir uns gleich drum. Saski soll noch schnell fertig werden, weil Saski kümmert sich nämlich hier um den Strom. Stromkabelentwurf, das muss nämlich vorher passieren. Und Feuerwehrmann hat sich auch instant drum gekümmert. Superman, Superman. So mache ich das, wenn man seine Leute, wenn man nicht wirklich denen alles doppelt und dreifach erzählen muss. Und den Leuten nicht sauer sagen muss, dass sie sich zurück ins Bett legen sollen. Ich will ja keinen anschauen. Ich kann bloß nicht weiter reinzoomen. Oh Mann. So. Phoenix, was machst du? Ach, du zerlegst das Viech. Okay. Fein. Fine. So, neues Fleisch. Fleisch always gut. Aber ich habe schon lange kein gutes Fleisch mehr gehabt. Also. Wenn man so Student ist und auf so Low-Budget-Geschichten ist, dann ist es mit dem Fleisch eher weniger so eine Sache. So richtig geiles Steak. Hat mir heute meine Schwester ein richtig schönes Steak unter die Nase gerieben. Also ein Bild davon. Und ich stehe da, bin gerade selber auf Diät und habe auch mittlerweile relativ gute Erfolge. Phoenix und Kurax streiten sich. Muss wohl um die neue Ehe gehen. Die zwei. Ich verliere gegen Phoenix, das bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe gute Prellungen eingesteckt. Nee, Phoenix hat ein paar Prellungen eingesteckt. Und ich habe auch ein paar gute Prellungen eingesteckt. Ich glaube, in meinem Fall ist es die Power Armor, die da ein bisschen mithilft. Ich glaube, wir sollten das Bett hier mal weggeben. Wir sollten auch hier nochmal eins von den Betten bauen. Genau, das Bett muss mal weg. Ich installiere das mal. Es sind zwar alles meisterliche Betten, aber you know, ne? So. Sag mal, kannst du nicht Ruhe geben? Nee, kann er nicht. Behandlung benötigt nicht mehr. Okay, das hat sich auch schon erledigt. Schön. So, ihr zwei. Seid ihr wieder grün? Sind wir wieder grün? Ja, wir sind wieder grün. Ja.
Warum habt ihr euch eigentlich gestritten? Was können wir da irgendwie sozial? Da wurde von Phoenix gekränkt. Das hat Korax so wütend gemacht, dass er eine Prügelei angefangen hat. Phoenix und ich sind eigentlich gar nicht so schlecht miteinander, oder? Ich habe gerade ein bisschen was gegen sie, ja? Gegen sie, ihm, was auch immer. Plaudern wurde verachtet. Wurde verachtet, hat mich verletzt. Prügelei. Aha. Wurde verachtet, plaudern, hat mich verletzt, Prügelei. Okay, Ja, die haben sich gegenseitig halt ein bisschen gedisst und jetzt ist es halt, ne. Ah, das ist gut, die Schweine fressen das Menschenfleisch, sehr gut. Spart uns den ganzen Kram der Entsorgung. Sehr gut. Gut, und jetzt ist damit die neue Gefängniszelle halbwegs fertig. Da können wir gleich mal ein paar Kopien bauen von Betten. Röhrenfernseher oder sowas können wir nicht selber machen, ne? Ne, können wir nicht. Glaube ich nicht. Ich glaube nicht. Wir könnten nochmal Lampen mal hinsetzen. Das wäre doch ein Vorteil, gell? damit die nicht im Dunkeln munkeln. Lampen, wo waren die? Waren, glaube ich, die waren unter Möbel mit drin, ne? Stehlampe. Genau. Komm schon. Hier. Und hier. Zwei Lampen rein, dann ist gut. Was können die noch hier brauchen? Einen Tisch, sonst mosern sie, dass sie nicht und dass sie ohne Tisch gegessen haben, ne? Ja, dann brauchen sie noch ein paar Stühle. Diese dekadenten Prisoners. Sollen eigentlich froh sein, dass sie nicht zerlegt werden, aber gut. Hier ist noch eine Kommode. Forschung abgeschlossen. Construction 3. Gut, hier kommen noch ein paar Blümchen hin. Dann. Lehrmann und so weiter ist alles da. Ist das auch alles da? Gut, passt. Strukturen und so weiter ist jetzt nicht relevant. Passt, das ist das Wichtigste, was wir brauchen. Junghenne wurde von einem Rotfuchs angegriffen. Nein! Rache! Rotfuchs jagen! Fuchs, du hast die Gans gestohlen, gib sie wieder her, sonst kommt der Jäger dich noch holen mit dem Schießgewehr! Ja? Finde es ja immer wieder witzig, wie rass eigentlich diese ganzen alten Reime waren. Wie war das noch? Kommt der Jäger mit dem Schießgewehr? Und verfärbt das Fell ganz rot und dann bist du tot oder irgendwie so ähnlich. War das noch weiter? Ich glaube, weiter hat meine Mutter nie gesungen. Ich weiß auch warum. Immer wieder aufs Neue sind die ganzen alten deutschen Märchen und Geschichten sind eigentlich eher suboptimal für Kinder. Aber man hat sie ihnen trotzdem vorgelesen. Wir haben den alles rausgeschmissen. Ach gut, das Gehirn können wir nicht rausnehmen, daher, okay. Dann schalten wir ihn das ab. Aufgabe zu abschalten. Abschalten, Kinder. Es ist schon spät, abschalten. Ja. Da gab es jetzt zum Beispiel die Kinder mit dem Schwefelhölzchen, also das Kind mit dem Schwefelhölzchen. Nee, das Mädchen mit dem Schwefelhölzchen. Den Daumenlutscher-Bub. Ich glaube, hatten wir das Gespräch nicht schon mal? Na, ich weiß nicht, ist schon zu lange her. Aber es gab ein. Wenn einer von euch eine Geschichte kennt, die er in seiner Kindheit vorgelesen oder erzählt bekommen hat, die er heute sagen würde, das ist doch eigentlich recht verwerflich, dann schreibt das mal in die Kommentare. Bin gespannt, was wir da noch so alles rausholen können, ne? Der Tiefenbohrer hat keine Rohstoffe mehr. Gut, dann neu installieren bei. Was tun wir jetzt nehmen? Machen wir das hier mal. Naja. Immer diese alten deutschen Märchen, ne? Die hatten damals Spaß gehabt, ihren Kindern Scheiße zu erzählen. Naja. Ja, das war, glaube ich, Hans Christian Andersen, der da eigentlich immer ganz schlimm war. Ich bin mir da jetzt aber nicht sicher. Machen wir hier mal einen schönen Weg noch dazu. Was gab es dann noch? Der Daumenlutscherbub, der Strubbelpeter. Was gab es dann noch? Dann gab es noch den Suppenkasper, genau. Rotfuchs rächt sich.
So, hier. Rächt dich du auch mal. Beschießen. Okay, gibt's nicht mehr. Rotfuchs ist Geschichte. Dann bring ihn mal heim. Was machst du jetzt? Ruht sich aus. Nee, du bringst ihn erstmal nach Hause. Gab's den Suppenkasper? Was gab's dann noch? Ah, es gab einige Geschichten, an die ich mir jetzt aber heute nicht mehr wirklich daran erinnere. It's been a long time, ne? Ich bin ja jetzt hier auch schon ein paar Tage auf diesem Planeten. Ja, was gab's dann noch? Es gab da einige sehr fragwürdige Grimm-Märchen. Also wenn man jetzt mal zum Beispiel Aschenputtel nimmt, Aufgabe des Tibets, die Töchter haben sich ja, die Stieftöchter haben sich ja, um in den Schuh reinzukommen, haben die sich ja die Fersen abgeschnitten. Fersen und ein paar Zehen haben sie geopfert dafür, soweit ich mich entsinne. Ja, ja, alte deutsche Märchen. Na gut, wenn ihr aber welche wisst, die ihr da so erzählen könnt, schreibt das in die Kommentare. Bin gespannt. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und wir sehen uns dort. Für die Gott.